Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man das Fazit dieser Beratungswoche nimmt, dann haben viele etwas zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern zu sagen gehabt, ohne im Wahlkampf gewesen zu sein. Ich rate manchem der Rednerinnen und Redner, weil die im Landtag vertretenen Parteien insgesamt 18% verloren haben, sich mit etwas mehr Demut das Wahlergebnis, auch das eigene, anzugucken und nicht mit dem Finger immer auf den anderen zu zeigen. Dieses Zeigen mit einem Finger auf die anderen hat dann die Wirkung, dass drei Finger dann auf sich zeigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ein zweites Fazit ziehen, und dafür bin ich als Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Haushaltsausschuss dankbar. Ich kann Johannes Kahrs nur beipflichten, dass wir uns nicht nur bemühen werden, sondern ich gehe fest davon aus, dass wir wirklich in einer vernünftigen Art und Weise diesen Haushalt Mitte November in der Bereinigungssitzung verabschieden werden. Und ich hoffe, dass der Wahlkampf nicht danach beginnt, sondern dass wir auch im ersten Halbjahr 2017 konstruktiv zusammenarbeiten werden. An der Union wird es an dieser Stelle und in diesem Fall nicht liegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder wurde hier angesprochen, Fetisch schwarze Null, Schäuble spart das Land kaputt. Wenn ich mal die letzten Jahre Revue passieren lasse, wie Deutschland die Finanzkrise 2008/2009 überstanden hat, die Probleme im Euroraum, und dass es dann gelungen ist, innerhalb von nur vier Haushaltsjahren von einer Verschuldung von 86 Milliarden im Jahr 2010 auf null in 2014 zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist für mich kein Selbstzweck, das ist kein Fetisch, sondern ich habe zwei Kinder und zwei Enkel. Das ist für mich Generationengerechtigkeit. Es muss in Deutschland Schluss sein, dass die jetzigen Politiker auf Kosten der nachfolgenden Generationen Politik machen. Und dieses übrigens ohne Steuererhöhung. Und wenn ich den SPD-Parteivorsitzenden und Vizekanzler zitieren darf, ich weiß nun immer nicht, in welcher Funktion er welches Zitat gerade sagt, aber er hat gesagt, das hat nichts mit Gut zu tun, das hat was mit Verlässlichkeit zu tun. Frau Kollegin, man muss solche Entlastungen nicht vor Wahlen ankündigen, sondern nach Möglichkeit vor Wahlen machen. Das Angebot der Union, des Bundesfinanzministeriums, wird in den nächsten Wochen auf dem Tisch liegen. Steuerentlastung für Familien, Stichwort Kinderfreibetrag, Grundfreibetrag, kalte Progression in einer gesamten Jahreswirkung von über 6 Milliarden Euro. Ich bin hochgespannt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie die Bundestagsfraktion der SPD darauf reagiert und insbesondere wie die SPD-geführten Länder darauf reagieren. Denn die Steuerverteilung bei einer Entlastung von gut 6 Milliarden ist ja, dass knappe 3 beim Bund sind und der Rest bei Länder und Gemeinden. Also wir werden hier schon die Probe aufs Exempel machen. Und ich kann meinem Kollegen Kahrs in seiner Rede vom Dienstag nur beipflichten, wir werden etwas auf dem Tisch liegen vor den Wahlen. Dann schauen wir mal alle miteinander, ob wir das dann auch miteinander gemeinsam für Familien, für niedrige und für mittlere Einkommen auch durchkriegen. Kollege Kindler, Sie haben das einen Haushalt der verpassten Chancen genannt. Wir haben noch nie so viel in Infrastruktur investiert. Norbert Brackmann hat heute Morgen zu Recht gesagt, wir müssen über Infrastruktur reden. Breitband, 4 Milliarden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin besonders froh, dass dieses Breitbandprogramm für die ländlichen Räume ausgelegt ist. Das ist nicht ausgelegt für Hamburg oder München. Es ist da ausgelegt, wo wir eine Wirtschaftlichkeitslücke haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade in ländlichen Räumen, das ist auch ein Thema in Mecklenburg-Vorpommern, wenn junge Menschen wissen, hier habe ich einen Internetanschluss, der konkurrenzfähig ist mit dem in Ballungsräumen, dass die dann eher dort vor Ort bleiben, ihre Zukunft dort sehen, als dass sie wegziehen. Ich finde, dieses Thema Breitbandausbau ist ein Zukunftsthema für uns alle.
Und wenn Sie die Verkehrsinfrastruktur nehmen, lieber Kollege Frese, ich bin da ein bisschen selbstbewusst. Mecklenburg-Vorpommern hat von den 1,3 Milliarden 700 Millionen in den ersten beiden Calls bekommen, aus zwei wesentlichen Gründen. Erstens, weil die Kommunen, die Landkreise fit waren, und zweitens, weil sich der SPD-Infrastrukturverkehrsminister Pegel nicht ganz dumm angestellt hat. Thomas Jatzombek hat das gesagt. 15 Vollzeitstellen in Mecklenburg-Vorpommern kümmern sich um dieses Thema. Und deswegen, glaube ich, sollten die, die überhaupt noch keine Förderanträge gestellt haben, sich erst mal so aufstellen, dass sie in der Lage sind, Förderanträge zu stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und hier keine Neid oder nicht Sie, Uli, nicht du, aber keine Neid- oder Missgunstdebatte an dieser Stelle führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Verkehrsinfrastruktur. Wir werden in eine Situation kommen bei der Straße, dass wir nur noch ganz wenige Neubauprojekte haben werden. Wir sind in einer Situation bei der Wasserstraße, insbesondere durch die Klagen bei Elbe und Weser, dass das Geld nicht in dem notwendigen Maße abfließt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir eine Debatte führen. Ich will das auch gleich an einem Beispiel deutlich machen, wie es uns gelingt, schneller Baurecht zu schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich konnte im Wahlkampf keinem erklären, warum bei der Brücke über die Müritz, Autobahn Berlin-Rostock A19, eine Bauverzögerung von 18 Monaten stattgefunden hat, man 1 Million Euro, fast 1 Million Euro in die Hand nehmen musste, damit 7 Fledermausarten umziehen. Das kann ich keinem erklären, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da sagen die Leute, Rebeck, erklär uns das nicht, sondern ändere das. Wir verstehen das nicht. Und wenn Sven Kindler dann behauptet, wir hinken bei der Brückensanierung hinterher, ich sage eins voraus, graut bei den alten Bahnbrücken. Da wird das Thema Denkmalschutz eine Rolle spielen, und da wird das Thema Artenschutz eine Rolle spielen. Und wir werden wahrscheinlich Entscheidungen treffen müssen, dass wir keine Sanierung der Brücke vornehmen können, sondern Ersatzneubauten vornehmen werden müssen, aufgrund von Arten und von Denkmalschutz. Das ist diese Republik, wie sie sich darstellt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, da sollten wir schon mal ein Stückchen nachdenken, ob das so weitergehen kann an dieser Stelle. Und es hat sich gelohnt, in Bildung und Forschung zu investieren. Wir sind unter 140 Ländern auf Rang 4, was den Forschungsindikator betrifft. Wir haben mittlerweile doppelt so viele Patente auf 1 Million Einwohner wie die USA. Und deswegen ist das wirklich gut angelegtes Geld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es zuckt sich durch wie ein roter Faden. Der Bund muss mehr für Kitas tun. Der Bund muss mehr für Schulen tun, der Bund muss mehr für Hochschulen tun. Wir entlasten mit ungebundenen Mitteln Länder und Kommunen in einer Höhe in dieser Legislaturperiode von 35 Milliarden Euro. Wenn ich die Grundsicherung im Alter dazu zähle, bin ich bei einer Entlastung von 60 Milliarden Euro. Und das ist doch die Frage zu stellen, warum wird das nicht zum Beispiel Entlastung beim BAföG für ein Schulsanierungsprogramm genommen? Eine nächste Frage ist zu stellen, warum nach den Zahlen des Bundesfamilienministeriums beim Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung der Jahre 2013-14 der Bund hat 580 Millionen zur Verfügung gestellt, einige Länder gar nichts investiert haben, und von den 2 Milliarden Euro insgesamt von Ländern, Kommunen und freien Trägern die Hälfte, 1 Milliarde Euro vom Freistaat Bayern aufgebracht worden sind. Und wenn ich das Land Hessen noch dazu zähle, dann kommen von diesen beiden großen unionsgeführten Ländern 60% der 2 Milliarden, die da insgesamt investiert worden sind. Ich finde es nicht redlich, dass Länder wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt überhaupt keine Landesmittel bereitgestellt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Absprache war, ein Drittel Bund, ein Drittel Land, ein Drittel Sonstige. Ich finde, wir können nicht so miteinander umgehen. Und dann kann es auch nicht so sein, dass von dem jetzigen Programm, das schon seit Beginn 2015 läuft, gerade mal 8,6% abgeflossen sind. Ich finde, wenn der Bund Mittel zur Verfügung stellt, dann müssen sie auch entsprechend der politischen Absprachen, der politischen Verträge von Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Kollege Kindler hat hier
eine Verdopplung oder Verdreifachung des sozialen Wohnungsbaus gefordert. Wir gaben im letzten Jahr 518 Millionen Euro Bundesmittel für sozialen Wohnungsbau aus. Davon hätte man ungefähr 16.000, 17.000 Sozialwohnungen finanzieren können. Die politische Absprache war, dass die Länder noch mal 518 Millionen dazugeben. Dann hätte ich 30.000 bis 35.000 neue Sozialwohnungen bauen können. Die Gesamtheit der Länder hat nicht mal 15.000 neue Sozialwohnungen gebaut. Wenn ich mir das Land Berlin angucke, das in den letzten 10 Jahren 330 Millionen Euro Bundesmittel bekommen hat, wenn die politischen Absprachen eingehalten worden wären, wären das 660 Millionen. Also damit hätte man runde 20.000 neue Sozialwohnungen bauen können. Das Land Berlin hat 8 Jahre überhaupt keine neuen Sozialwohnungen gebaut. Unter Rot-Rot nicht eine einzige neue Sozialwohnung. Erst in den letzten beiden Jahren je 1.000 Sozialwohnungen. Und sich dann hinstellen, auf den Bund schimpfen, auf die hohen Mieten schimpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer in 10 Jahren nur 2.000 neue Sozialwohnungen gebaut hat, aber in der Zeit Zehntausende Wohnungen privatisiert hat unter Rot-Rot, der muss sich fragen, ob das redliche Politik ist an dieser Stelle. Und nur eine Bemerkung: Mit dem Geld, der 1 Milliarde aus den Entflechtungsmitteln, der 0,5 Milliarde, die wir noch obendrauf packen fürs nächste Jahr, müssten normalerweise 3 Milliarden Euro in Deutschland für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Das sind rund Geld für 100.000 neue Sozialwohnungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann brauche ich nicht über Mietpreisbremsen oder andere Dinge zu debattieren, sondern es muss erst mal das Geld umgesetzt werden, was der Bund zur Verfügung stellt und was politisch absprachegemäß die Länder kofinanzieren müssten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, man kann ja, wie der Kollege Oppermann, das Verhalten des Bundes beim Dragoner-Areal kritisieren. Das kann man machen. Nur dann muss man sich, glaube ich, auch so gut informieren und mal schauen, was die 100-prozentige Tochter des Landes Berlin, die BIM, die Berliner Immobilienmanagement GmbH, an der Stelle macht. Und zwar 2 Grundstücke in Berlin-Schöneberg, Hedwig-Dom-Straße, und 1 Grundstück in Berlin-Lichtenberg, gute 32.000 Quadratmeter. Ich zitiere: BIM führt bedingungsfreie Bieterverfahren durch. Weiter: zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen das Verfahren zu ändern oder zu beenden. Oder sogar der Hinweis, obwohl gemeinnützige Träger, Umweltträger dort Mieter sind. Ein Teil der Verträge kann jährlich, ein anderer Teil kann mit einer 2- bzw. 3-Monatsfrist gekündigt werden. Beim Dragoner-Areal wurde der Bieter war verpflichtet, die bestehenden Mietverträge fortzuführen, und es wurden Auflagen zum sozialen Wohnungsbau gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Spiel mache ich jedenfalls, das machen wir von der Union nicht mit, den Bund auffordern, für den sozialen Wohnungsbau möglichst kostenlos Grundstücke zur Verfügung zu stellen, aber gleichzeitig das Land Berlin hier im Bieterverfahren Höchstpreise zu erzielen, ihre Grundstücke zu Höchstpreisen zu verkaufen und dann keine Sozialwohnung bauen, keine neue Sozialwohnung bauen und darüber debattieren, dass die Mieten oder die Baugrundstücke zu hoch sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, finde ich, ist unredliche Politik, und das passt nicht zueinander. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke.